Moin Nadja. Hi Gabriel. Hey, schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich sehr. Das hast du ja sehr schön gemacht für mich. Ja, dankeschön. Habe ich schön gekocht. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe auch schon, hier ist sehr viel vegan. Ja, so ein paar Sachen auf jeden Fall. Okay, okay. Das heißt, du ernährst dich vegan. Genau, ich bin Veganerin seit über 2 Jahren jetzt. Okay. Und genau, und habe da jetzt mal so ein paar Lieblingsspeisen von mir mitgebracht. Ich habe auch was mitgebracht. Ach, vielleicht cool. Wollen wir einmal tauschen. Ja, gerne. Dann kannst du mir sagen, was du da vorbereitet hast. Oh, ich sehe schon, das gefällt mir sehr gut. Ja. Wassermelone und Blaubeeren. So sieht's aus. Also ich habe da so einen kleinen Fruchtsalat mit veganen Skier. Ja? Weil ich hab mitbekommen, dass du vegan Lecker. Bist. So. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte doch passen. Ja, und das ist so mein absolutes Lieblingsfood every day, was ich auch eigentlich jeden Tag esse. Das ist mein Frühstück. Das ist auch Sojajoghurt, mhm. Natur und mit Leinsamen, mit Nüssen, mit Banane, mit Apfel, mit Zimt. Und esse ich super, super gerne. Ich hau direkt rein. Also, okay. Das hört sich so gut an. Das muss ich jetzt probieren. Ich probiere jetzt mal deins, okay, weil okay. Das sind auch alles Sachen, die ich liebe. Ist auch mein absolutes Lieblingsobst, ist Wassermelone. Mm. Mhm. Ja. Boah, ich kann das voll verstehen, dass du das isst. Geil, oder? Ja. Gerade im Sommer. Das ist einfach. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen schlecht mit dem Essen, was ich da dir jetzt gegeben habe. Oh Gott. Das ist ja eine 10 von 10. Okay. Ja, wie kam es denn jetzt dazu, dass du dann dich vor knapp 2 Jahren entschieden hast, dich vegan zu ernähren? Mhm. Ich glaube, also ungesund ernährt habe ich mich nicht, also, aber ich habe schon seit vielen Jahren eigentlich immer so beim Fleischessen mir gedacht, so, keine Ahnung, also irgendwie, ja, schmeckt irgendwie manchmal ganz gut, aber manchmal irgendwie auch gar nicht. Also mir geht es damit viel besser. Ich merke es auch, also auch meiner Familie ist es aufgefallen, die dann sagen, nee, deine Haut ist irgendwie besser geworden. Ich glaube, gleich kommt irgendjemand ganz spontan zu uns und, oh mein Gott! Wir wurden überhaupt nicht gebrieft. Dankeschön. Ich darf, glaube ich, was vorlesen. Das Problem ist, wir Caddies sind halt alle Analphabeten, weil wir aus der Schule genommen wurden. Aber ich versuche das mal zu entziffern. So, also vor euch liegt ein Buzzer, den ihr abwechselnd drückt. Giovanni stellt euch dann eine Frage, die ihr beantworten müsst. Für eure Antwort habt ihr 5 Sekunden Zeit. Gabriel beginnt. Okay. Okido. Dann let's go. Ich glaube, du musst buzzern. Ja, yes. Giovanni. Gabriel. Moin. Hast du schon mal bei deinem Alter gemogelt? Ja, hab ich. Ich ganz oft. Also, ja, doch, natürlich. Also, ich bin doch so ein kleiner Bub, der dann, bevor er volljährig war, natürlich irgendwie an Alkohol oder Kippen ran wollte oder sowas. So, ne? Dann geht man immer in irgendeinen Kiosk rein und dann sagt man, dass man nicht irgendwie aus der Gegend ist und so und dann klappt das. So einer bist ja, du. Schlimm. It's your turn. Alles klar. Nadja, was macht dich auf Anhieb glücklich? Ich drück für dich. So, jetzt antworten. 5 Sekunden hattest du Zeit. So, hau raus. Es gibt eigentlich so vieles, was mich glücklich macht. Also, wenn die Sonne scheint, schöner Spaziergang, ausschlafen, gutes Essen, schönes Gespräch mit Freunden. Solche Sachen, mit der Familie zusammen sein, wenn man sich nicht streitet gerade, dann ist es wirklich schön. Hört sich alles sehr, sehr schön an. Doch. Zack, komm. Noch eine Frage. Nach was bist du aktuell süchtig? Nach was bin ich aktuell süchtig? Sport. Ich bin total sportsüchtig. Ich kann nicht aufhören und ich habe ja, es tut mir leid, einen gebrochenen Fuß und ja, ich mache trotzdem die ganze Zeit Sport. Ich war dann auch gestern und vorgestern im Hotelgym und so. Ich kann es nicht lassen. Ich will wirklich, ich passe auf. Ich mache das alles schmerzfrei und so weiter und so fort. Mhm. Aber trotzdem, jede Region außer den Fuß trainiere ich weiterhin. Ah ja. Ja. Na gut. Okay. Mhm. Du darfst. Was ist dein Must-Try-Rezept? Mein Must-Try-Rezept, also habe ich ja eigentlich schon hier vorgestellt, ja, also mein absoluter Liebling zurzeit. Aber es wechselt sich auch immer so ein bisschen ab saisonal. Also im Sommer ist es halt dieser Sojajoghurt mit Obst und Nüssen und Leinsamen und Haferflocken. Und im Herbst bin ich halt total der Kürbis- und Kartoffelfreak.
Und im Winter auch Kürbis und Kohl und Bohnen und Linsen. Also es ändert sich immer so ein bisschen je nach Jahreszeit. Wenn es warm ist, möchte ich gerne was Kühles essen. Und dann, wenn es so langsam kalt wird, dann freue ich mich auf die heißen Sachen aus dem Ofen. Ah, Giovanni. Der Giovanni. Vergib mir bitte. Hast du ein geheimes Talent? Ich habe ein geheimes Talent, nämlich, das bringt keinem was, weil ich kann laut schnalzen. Das war's. Das könnte man ja als Sample irgendwo einbauen. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine gute Idee. Drauflegen. So, bin ich jetzt noch mal dran? Oder ja. Habe ich noch einen? Soll ich sonst noch ein Schnalz-Solo einlegen? Oder? Nein, das ist okay. Okay. Was singst du unter der Dusche? Unter der Dusche? Ehrlich gesagt, singe ich nicht unter der Dusche, weil ich singe so sehr, sehr viel, aber unter der Dusche bin ich dann so voll so mit anderen Sachen beschäftigt. Ah, warmes Wasser, ja. Und ich bin auch so eine, die immer so dasteht und so das Ganze so aufs Gesicht so. Ja, das geht mir genauso. Das ist halt wirklich, ich stehe da nur so, gar keinen Bock mehr auf singen oder so. Also, wenn wir jetzt schon bei der Ernährung sind und bei einem gesunden Körper etc., dann würde mich die Hantel interessieren. Ja, ich finde das ganz toll. Du machst ja auch Kraftsport. Mhm. Und ich liebe Sport, also schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt bin ich halt total drin. So, also auch Kraftsport, aber natürlich auch mal Cardio oder auch mal HIIT oder... Und angehende Fitnesstrainerin, habe ich gehört. Richtig, genau. Ich mache jetzt meine A-Lizenz. Okay. Und ja, weil ich einfach so viel Zeit beim Sporteln vertreibe. Und ich dachte mir, ja komm, also kannst du eigentlich auch mal... Es macht mir einfach so viel Freude und so viel Spaß. Und das ist wirklich so die größte Leidenschaft für mich, neben der Musik. Ja. Und habe einfach auch Lust, in dem Bereich freiberuflich zu arbeiten, neben der Musik. Sehr cool. Ja. Finde ich super, weil bei mir ist es halt auch so, ich war immer schon so ein totaler Sportfanat und also habe mit 15 schon dann ganz früh angefangen und so, aber halt auch jetzt nicht Bodybuilding oder so, sondern halt immer mit Körpergewicht. Und Bodyweight, ja, cool. Und dann ging das auch für ein, zwei Jahre ganz gut, dann waren wir aber auch super viel auf Tour und du weißt, wie das ist. Mhm. Manchmal ist man da so im Stress und dann einfach, you eat what you get, so, weißt du, ne? Und dann immer das Erstbeste und so. Und dann war es schon so ein bisschen schwieriger. Und dann hatte ich Anfang des Jahres eine Herz-OP gehabt. Mm. Und daraufhin musste ich dann so Beta-Blocker nennen die sich genau, die Beta-Blocker. Und bei mir haben die halt so aufgehend gewirkt. Ne? Also ich war da ganz träge und so. Und dann habe ich auch sehr viel Gewicht zugenommen. Und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschlossen, ein Projekt zu starten, wo ich dann halt diese Oldschool-Diet mache, worüber wir schon gesprochen hatten, und dann dazu aber auch 6-mal die Woche halt hartes, intensives Training. Und dann habe ich jetzt in den letzten 8 Wochen 7 Kilo verloren. Mhm. Und Muskeln aufgebaut. Muskeln aufgebaut. und ich muss sagen, dieses Jahr war gleichzeitig das, vom Körperlichen her, das schlechteste und jetzt das beste Jahr. Ja, genau. Also deswegen liegt hier die Hantel rum. Mhm. Und diese wunderschönen Edelsteine liegen. Die symbolisieren eigentlich so diesen ganzen spirituellen und ganzheitlichen, gesundheitlichen Wachstum und meine Genesung in den letzten Jahren. Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel an mir gearbeitet und auch arbeiten müssen und habe viel verändert. Also ich war viel in Therapie, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe meine Perspektiven verändert und es war einfach wirklich notwendig. Und ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich heute glücklicher bin, als ich es jemals war. Also, das macht das irgendwie so alles für mich gerade aus. Deswegen liegen da diese Gegenstände. Freut mich für dich. Ja, das, danke. Das klingt schön. Also, wenn du schon sagst, du hast dich jetzt verbessert in den ganzen letzten Jahren und hast dich da immer mehr selber gefunden, hast du dann auch, also bist du religiös, hast du dann auch Nähe zu Gott gefunden oder zu jemandem, an den du glaubst? Ja, also Spiritualität und der Glaube an eine höhere Macht ist für mich ganz essentiell gewesen und immer noch auf dem Weg. Also ich bin kein sonderlich religiöser Mensch. Für mich ist dieser Glaube an eine höhere Macht so essentiell und vor allen Dingen an eine liebende höhere Macht. Also ich denke nicht an einen
strengen, strafenden Gott, vor dem ich Angst haben muss, sondern eher an einen Gott, der mich liebt und der will, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht. Also genau. Wenn wir schon über Religion reden, ja, soll ich dann einfach direkt zum Erzengel Gabriel rüber springen? Komm, ja, erzähl mal. Das ist der Erzengel Gabriel, also viele kennen ihn vermutlich. Und so heiße ich ja auch. Und eigentlich sollte ich Anakin genannt werden von meinem Vater, weil der ist so ein riesen Star Wars-Fan. Ja. Aha, okay. Ich weiß nicht, ob du Star Wars gesehen hast. Doch, ist schon lange her, aber ja. Aber Anakin wird ja dann zu Darth Vader und wird der Böse. Und dann meinte meine Mutter, nein, das kannst du nicht machen, ja, er wird böse. Da hat sie recht. Und da sie dann da auch in der Zeit so zu Gott gefunden haben, war es dann, ja, okay, gut, wir nennen ihn Gabriel. Ne? Und, ja, und deswegen Erzengel Gabriel, aber auch natürlich Gott und die Heiligen an sich und so, das sind für mich ganz, ganz wichtige Rollen so in meinem Leben und an die ich mich immer wenden kann. Das Wohnmobil, das ist bei uns Kellys ja so ein Ding. Ne? Wir reisen ja um die ganze Welt die ganze Zeit und können nirgendwo in einem Ort bleiben. Und meine Eltern haben sich dazu entschieden, mich, als ich 8 Jahre alt war, aus der Schule rauszunehmen und zu sagen, wir reisen jetzt für unbestimmte Zeit durch Europa. Und das haben die dann auch gemacht. Ne? Eigentlich sollte es nur für ein Jahr sein, am Ende waren es dann 4 Jahre. Wow. Und dann sind wir durch ganz Europa gereist und haben dann quasi uns selber finanziert durch Straßenmusik. Mhm. Ne? Oder mein Vater größtenteils, aber ich bin dann auch oft mitgekommen. Ich war dann immer derjenige, der mit dem Hut rumgegangen ist, so mit dem Kinderbonus. Ne? Und dann halt noch CDs verkauft hat und so. Aber das war dann unser Lifestyle. Das war dementsprechend mein Vater und wir als Familie, wir hatten gar kein Geld. Null. Wir haben den Bus gekauft, wir haben den Secondhand oder Thirdhand irgendwo gekriegt von einem Typen, der das Geld richtig dringend brauchte, war irgendwie 12.000 Euro, für, also ein Jux für so ein 9-Meter-Teil. So. Und wow, ja, dann sind wir halt irgendwie nur noch mit 2.000, 3.000 Euro los ins Unwissende mit irgendwie 3, 4 Kids und Frau und so weiter. Ne? Und haben uns dann irgendwie 4 Jahre durchgeschlagen. So, und jetzt kommen wir dann zum letzten Gegenstand, nämlich die Klappe. Genau. Was denkst du, was hat es auf sich? Ich weiß nicht, bist du angehender Schauspieler oder Regisseur oder bist du viel am Set? Ja, also du bist schon sehr nah dran auf jeden Fall. Ich, zum Beispiel, ich habe ja jetzt demnächst mein Musikvideo-Dreh, also direkt eigentlich nach diesem Dreh fahre ich dann nach Wuppertal und dann habe ich da so einen Zirkus und alles und ich arrangiere halt sehr viel, aber ich schreibe halt auch selber das Skript immer. Ich finde das total toll. Ich finde, das ist so eine schöne gesamte Kunst dann, ne? Wenn die Bilder zum Ton passen, wenn das so alles irgendwie zusammen aus einem Guss kommen, das finde ich wunderbar. Ich bin da jetzt kein Control-Freak, aber ich möchte da selber einfach so alles bestimmen wollen. Ja. Und das ist mir wichtig und deswegen schreibe ich dann auch die Skripts. Ach. Aha. Aha, aha, aha. Oh, das war Dankeschön. Schwer. Ist da Geld drin? Ja, das wäre... Dann nehme ich die mal raus. Ich auch. Wenn wir sehen. Ach, noch mehr Fragen. Aber wir kennen uns doch schon so gut. Okay. Möchtest du anfangen? Ich fange an. Okay. Also, Fans sind die Größten. In den Umschlägen vor euch findet ihr Fanfragen für euer Gegenüber. Stellt sie und beantwortet sie gegenseitig ehrlich. Okay, an dich eine Frage. Jo. Geht es in deinem Song Sucht um eine reale Beziehung? Nein. Es geht um eine, also nicht mit einer Person, sondern mit... etwas, was man konsumiert. Also, ich habe das extra trotzdem so geschrieben, dass man da viel Interpretationsfreiheit hat. Ja. Weil viele dann doch mit Sucht bzw. Abhängigkeit zu kämpfen haben. Ja, absolut. Ja, absolut, das ist ein großes Thema. Egal in welcher Hinsicht, ob es eine toxische Person ist, ob es dein Handy ist oder ob es Drogen sind. Natürlich. Und dann habe ich das auch dementsprechend so geschrieben, dass man das so interpretieren kann. Ne? Und das war total krass, weil das war meine erste Single, die ich released habe. Und nach diesem Song haben mir dann wirklich Leute geschrieben und meinten, ich habe mich aufgrund des Songs jetzt dazu entschieden, mich von meiner toxischen Beziehung zu trennen. Ich liege gerade hier im Krankenhaus und bin auf Opiumentzug und du gibst mir Kraft und schenkst mir Motivation, hier rauszukommen, etc. etc. Und das ist, das finde ich halt so krass, was man halt mit Musik einfach erreichen kann. Ja. So, ne? Okidok, dann hast du eine Marotte. Ja, das sind so Sachen, ich muss dann immer so kontrollieren, ob ich wirklich abgeschlossen habe.
Mit meinem Schlüssel ist eigentlich wirklich am schlimmsten. Mit meinem Schlüssel ist wirklich so, ich habe den in der Hand und ich habe so einen ganz langen Schlüsselanhänger, ja, so ein langes Band. Und ich lasse das dann aus der Tasche hängen, damit ich weiß, ich habe den Schlüssel dabei, aber ich muss ihn trotzdem anfassen. Ja. Ich muss immer gucken, ist der Schlüssel da? Ich habe das auch mit Portemonnaie und Handy und so. Ja. Immer abtasten und das bei mir auch immer so alle gefühlt 2 Minuten. Total. So, oh Gott. Aha, jetzt kommt was Interessantes. Oh. Naja. Gehst du gerne feiern? Ich gehe gerne feiern, aber ohne Alkohol tatsächlich. Oh, cool. Ja, also ich, das ist aber jetzt auch relativ neu. Das ist jetzt wirklich, das hat erst dann diesen Sommer angefangen, also Anfang Juni, ist ganz viel, ist so viel, du. Oh, jetzt rein, solange du redest. So, nee, es hat Anfang Juni dann angefangen mit dieser Oldschool-Diet-Challenge und so weiter. Und da habe ich auch gesagt, ich trinke keinen Alkohol, weil ja, Regeneration mit Alkohol ist ein bisschen schwierig. Aber feiern gehe ich nach wie vor echt sehr gerne. Also nicht viel, aber wenn ich dann feiern gehe, dann lasse ich halt auch alles raus. So, ne? Das ist halt wirklich dann, ich bin da auch so voll der extrovertierte Typ, der dann wirklich total abshakt und so weiter und alles mitmacht. Und das macht mir Spaß. Ich tanze gerne. So, was ist dein Lieblings-Beauty-Produkt? Meine Haut braucht viel Feuchtigkeit, Creme, meine Haare braucht viel Feuchtigkeit. Ich habe das Gefühl, ich bin immer so durstig. Mein ganzer Körper ist immer so, gib mir irgendwas, gib mir was. Also natürlich Wasser von innen. Aber ich liebe es einfach. Ich habe so meine Routine, wenn ich dann geduscht habe und dann mache ich mir erstmal mein Gesichtsserum und dann mache ich mir meine Creme und dann meine Bodylotion und dann kommt noch das Öl in die Haare und dann fühle ich mich so richtig so hydrated, so richtig, weißt du, so, naja, richtig so, okay. Okay, here I'm coming. So, genau, weißt wirklich du, ne? So, dann fühle ich mich richtig so gut und mir ist einfach wichtig, natürlich auch in der Kosmetik, dass sie vegan sind. Das ist eigentlich so das, worauf ich achte. Okay. Hast du ein tägliches Ritual? Ja, ich bete täglich vorm Schlafengehen. Ja, also das ist für mich immer so das Letzte. Bevor ich schlafen gehe, dann bete ich nochmal, bedanke mich einfach bei Gott für den Tag und für das Leben und Privilegien und alles, was er mir mitgegeben hat und so, weißt du. Und genau, bedanke mich und bitte halt dann auch einfach für die Menschen, denen es halt gerade nicht so gut geht und schicke halt noch einfach ein paar Gebete nach oben für die, die es vielleicht brauchen oder so. Schön. Und das ist so mein tägliches Ritual, was ich immer einhalte und immer einhalten möchte, ja. Toll, voll schön, voll schön. Dankeschön. So, dann gibt es ein Outfit aus der Anfangszeit mit den No Angels, das du behalten hast. Nein. Brand, weg damit. Abgeschlossenes Kapitel. Nein, nicht deswegen, aber come on. Also ich meine, die Sachen, also als ich 18 war, die passen mir heute nicht mehr, ganz ehrlich. Ja, lüg doch jetzt hier nicht. Nein, ich habe tatsächlich nichts mehr von den alten Sachen, aber das liegt auch einfach daran, weil ich ein Mensch bin, der keine Sachen hortet. Also sogar mein Keller ist komplett aufgeräumt und entrümpelt und sortiert. Ja. Und deswegen, es gab dann irgendwann so einen Punkt, ich habe damals dann schon immer regelmäßig ausgemistet. Und klar, manche Sachen habe ich jetzt nicht ausgemistet, also jetzt irgendwelche goldenen Platten oder so. Oder Preise, die stehen aber auch im Keller, weil ich mir das nicht irgendwie alles vollbomben kann. Aber ja, aber ansonsten so Klamotten, ach come on, also das ist alles weg. Ja, auf jeden Fall. Verstehe ich komplett. Thank you. Okay, was haben wir hier? What is this? Jetzt wird's kniffelig. Auf den Karten in euren Umschlägen findet ihr Songtitel von euch. Stellt die Titel eures Brunchpartners pantomimisch dar. Euer Gegenüber muss raten. Erkennt ihr eure eigenen Songtitel, wenn sie euch so vorgestellt werden? Nadja, du fängst an. Okay. Slow down just a little. Das war sehr gut. Das ist ein toller Song. Ja. Da sagt mein Vater nämlich auch so, ey, ihr wachst mal nicht so schnell heran, ne? Weil es geht ja immer so schnell mit uns und ich glaube, du kennst es auch vermutlich von deiner Tochter. Ja. Zack, erwachsen. Ja. Und weg. So, jetzt fange ich mal an. Ich glaube, ich muss da gar nicht aufstehen. Warte. Also. Also Songs von mir jetzt, ne?
lass mal überlegen. Das sieht aus wie eine Straße, Wasser, Weg. Weg, Schritt, Wasser. Wasser, ich habe ein Lied mit Wasser. Oder auch nur Angels. Ah, Wasser. Mm. Daylight. Tanzen, Wasser. Wassertanz, Smile, Lächeln, Lachen, Freude. Rivers of Joy. Ja, danke schön. Oh mein Gott, ey. What a trip. Das ist immer so endpeinlich. Was soll ich das machen, ey? Love, ja. Heart, Irish Heart. Okay, sehr gut. Ich überlegt, wie ich Irish machen soll. Ja, ja. Ja, ja. So. Easy. Daylight? Ja. Ich hab so Geräusche dabei. Okay. Das ist schönes Daylight in your eyes. Ja, voll schön, ja. Also, stimmt eigentlich, so habe ich das noch nie betrachtet. Das ist eigentlich voll kann ätzend. Auch grell sein. Das ja? Kann auch sehr, kann ja, auch richtig, alles, kann man auch blind werden. Ne? Ja, so ist ja. Auch gefährlich, ihr seid gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Wir so. Hören Hallo, okay. So, Nadja, willkommen dem Ende näher. Das Essen ist zwar noch nicht leer, aber das machen wir dann gleich. Mhm. Aber es war sehr schön, mit dir gegessen zu haben, gesprochen zu haben, dich kennengelernt zu haben. Und ich muss sagen, dieses Format ist total toll. Mhm. Ich wünsche, es gibt mehr sowas. Ne? Aber vielleicht ist es auch gerade deswegen so cool, weil es das halt bisher noch nicht gibt. Und ich konnte einen Menschen komplett neu kennenlernen und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, deswegen überlasse ich dir jetzt vielleicht noch irgendwie ein paar letzte Worte. Ja, also ich bin auch sehr dankbar, dass ich dich jetzt kennenlernen durfte. Und es ist wirklich erstaunlich, wie man in so einer kurzen Zeit so intensiv über so viele persönliche und private Sachen sich austauschen kann. Und ich meine, wir sind ja beide auch, haben unterschiedliches Alter. Jeder hat auch seine eigene Biografie, aber dass es auch so, so viele Gemeinsamkeiten gibt, die wir haben. Und bin total begeistert und ja, würde mich auch freuen, wenn wir auch so in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, definitiv, so können wir verbleiben. Und jetzt hauen wir rein, oder? Jetzt hauen wir richtig, richtig rein. Ciao, Kakao. So. Tschö mit Ö. Oh, Gott.